patriotischen Bürger! Hier spricht Sergeant Gutsy, ABA-1. Ein Konvoi der United States Army wurde angegriffen. Einsatzkräfte und leistungsfähige Einzelpersonen sollten sich umgehend zur Robco-Forschungseinrichtung begeben. ABA-1, Ende. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wo wir erstmal nochmal ein kurzes Ründchen am Meer auf Abbiegen mit einziehen. Puff. So, damit er mich nahe nicht nervt. Weil er hat leider keine Kampfsperre. Und dann gucken wir, dass wir uns mal kurz hier nochmal einen legendären gönnen. Ein Freiwild-Legendären. Bilden Sie einen Verteidigungsperimeter und warten Sie auf Ihre Ankunft. Ich fahre herunter. So, Kampfsperre. Und meine internen Prozessoren vor weiter Überhitzung zu bewahren. Machen Sie ohne mich weiter. Das ist Ihre Chance, Uncle Sam zu zeigen, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind. Viel Erfolg! Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Wegtreten! Ja, wegtreten! So. Ich weiß nicht, ja, mehr auf Abwiegen. Ist auch immer schön. Gibt ein bisschen EP. Gibt ein paar Rubis. Die man easy wegschießen kann. So, und da haben wir den letzten. Und es geht vor allen Dingen schnell. Und ich liebe schnelle Events. Die man schnell abschließen kann. So, nee, Schubdüse wollen wir nicht. Na. Na gut, da waren jetzt nur noch zwei Schuss drin. So. Und da müsste schon der Legendäre kommen. Also eigentlich alles, was man haben will, in einem Event. Und das finde ich immer top. So, dann haben wir das schon mal drin. Hier können wir nochmal den ganzen Schrott mitnehmen. Na gut, sind alle gelootet. Wunderbar. Und ein Schwergewichtskampfmesser. So, jetzt haben wir nur noch Hornstrauchsterben. Ich hatte aber vorhin ja Westec. Halt, sollten wir noch nicht machen. In 3 Minuten ist das nächste. Mai erstmal noch was anderes. Hole ich mir nochmal kurz ein klein wenig Hirsch. Und machen wir nochmal kurzen Umweg. Farmen wir uns jetzt mal Hirsche. Bezüglich gleich mit Säure. Warum auch nicht? Kann man auch immer gebrauchen. Und ein bisschen Epic kriegen wir dafür auch noch oben drauf. So. Haben wir das schon mal drin und dann nehmen wir uns hier nochmal Hirschfleisch mit und Leder. Gut, dann könnten wir eigentlich noch ein bisschen mehr. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Dann gehen wir halt nochmal nach unten und schauen, ob wir da nicht nochmal was kriegen. Ja, das nächste Ausrufezeichen kommt ja gleich. Und danach können wir dann ja immer noch Westec gehen oder vielleicht ist es auch erlesene Gäste, das habe ich heute noch nicht gesehen. Also wäre es ja kein Event in dem Fall. Aber mal gucken. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was offen. So, dann nehmen wir uns hier gleich die Säure einmal mit. Es sollte mal ein bisschen Strahlung runtergehen. Und ich mir erstmal den hier hinten. Der hier hinten einmal drin sitzt. Au. Also direkt vor meiner Nase spawnen brauchst du jetzt nicht, ne? Also, das ist ja unfair hier. So, einmal hops und hops. Nächste Tierchen. Jetzt haben wir hier noch zwei.
Sir. Ah, den anderen habe ich noch gar nicht erledigt. Na gut, dann hatten wir sogar noch drei. So, aber jetzt ganz schnell. Einsturzgefahr. Ja, ist EP. Das kann man nehmen. Kann man nehmen, ist nicht schlimm. So, einmal Attacke. Und dann können wir danach immer noch nach Westec rein. Mal gucken, vielleicht schaffen wir auch noch die verglaste Höhle oder den Harper's Ferry Untergrund. Wir könnten auch nochmal in den Vault rein. Ich denke, da sind so viele Möglichkeiten. In 6 Folgen komme ich da gar nicht alle hinterher. Da fahren wir heute ein bisschen zu gute Events. Achtung, erneute Schachtöffnung festgestellt. Unterstützungspersonal, bitte seien Sie vorsichtig beim Einleiten der Sammlung und der Reparatur des automatischen Abbaugeräts. Strukturelle Instabilität festgestellt. So, dann holen wir uns hier nochmal ein paar Grubis. Wollen wir nicht festhängen. Zack. So, lasst mich erstmal nachladen hier. Dann können wir die schon mal reparieren. Achtung, Unterstützungspersonal. Nachbeben erfasst. Bitte sämtliche neu entdeckten Materialien sammeln. So. Na, das läuft doch heute mit dem EP. Systeme arbeiten mit optimaler Leistung. Das war jetzt natürlich der größte Fehler, den ich machen konnte. Ich habe natürlich zwischendrin gelootet. Das heißt, ich sneak hier jetzt so ein bisschen doof durch die Gegend. Könnten das nochmal meinen Fehler doch wieder gut machen. Netzwerk des automatischen Abbaus. Gerade so. Aber wenn ich jetzt noch was loote, dann ist vorbei. Dann ist vorbei mit dem Rennen. So, wollen wir erstmal gucken, was er da hinten macht. Er müsste jetzt eigentlich der Erste sein, der wieder angegriffen wird. Können wir hier schon mal... Ah, nee. Hank müsste das gewesen sein, ne? Ah, Hank wird zuerst angegriffen. Die kommen wieder vom Falschen. Woanders hin, hier. Na. Warum ist sowieso, weil er da hinten sucht. So. Jetzt bloß nicht looten. So, ein Depp da hinten. Mensch, das ist aber auch schon wieder ein Depp. Automatisches Abbausystem deaktiviert. Nee. Ach, das ist Hank. Depp war der Mittlere. Dann erleuchten wir halt die Höhle. So. Ja, und jetzt einmal runter zu dir hier. Ich habe gehört, du bist kaputt. Mögen keine kaputten Robis. Protokolle aktiviert. Alle Systeme normal. Abbauvorgänge aktiviert. Na dann. Here we go. Ne? Möchte keiner mehr? Aha. So. Jetzt weiß ich ja wenigstens, wo Depp ist. Wird schon wieder mit Hank verwechselt. Mineralsammlung abgeschlossen. Lebensabbau. So.
Na, jetzt müssen wir hoch zu Hank. Einmal flink. Ah, ich mag den Alien-Desintegrator. Fehlt jetzt wirklich nur noch ein guter Alien-Blaster und dann passt das. Da bin ich zufrieden mit den Alien-Waffen. Wobei, der hier könnte eigentlich auch noch ein klein bisschen, ne, so einen Junkie-Effekt noch vorne dran haben. Das wäre nochmal richtig cool. Oder weniger Wattskosten oder Wattskritische Treffer. Aber Feuerrate muss sein. Also alleine nur für den Sound muss Feuerrate sein. Alles andere ist so optional. Müsste man halt nur gucken, dass der Präfix ein bisschen stimmt. Aber Feuerrate muss schon wirklich sein. Damit es Laune macht. So, wer wird jetzt beschossen? Depp. Immer dieser Depp hier. Na, jetzt kann er sich wieder erholen. Passt. So. Ich habe ein Stimpack genommen. Achso, ja, weil ich. Machen wir mal kurz Weichschale, wenn ich noch irgendwie was. Ein Sweetie. Mineral, Todeskralle. Sammlung, abgeschlossen. Klappt doch. Gebe, so, Abbau, Hanky. Marken aus. So. Ihr habt jetzt Hanky kaputt gekriegt. Zu dritt, also. Ah, mein Hank. Störung durch Arbeiter wird aufgezeichnet. System wiederhergestellt. So, dann wieder zurück. Könnten wir eigentlich auch beim Rausgehen, könnten wir eigentlich auch mal looten. Wer ist es, die hier vorne? Rati, was machst du denn da? Was macht ihr hier schon wieder bei Depp, hä? Lasst ihn doch in Ruhe arbeiten. Achtung an das gesamte Personal. Versagen der Schachtstabilität festgestellt. Sofortige Evakuierung erforderlich. Das Versäumnis, den Bereich rechtzeitig zu verlassen, hat eine Lohnkürzung zur Folge. Hank, wenn wir jetzt nicht nochmal looten können, aber hier können wir noch einmal. Alles einmal zwischenlooten. Ich finde es gerade lustig, dass mir nicht angezeigt wird, wie viel Zeit ich eigentlich noch habe, um hier durchzurennen. Oh. Mal vorsichtig bleiben hier. So, hier einmal durch. Na, du kommst ja früh hier, ne? Also, du spät, würde ich sagen. Bist du gleich beerdigt. Gut, dann schauen wir mal, dass wir uns jetzt auch nochmal frei von allem kriegen hier. Ruckel. So, 35 Marken. Das heißt, das nächste Mal haben wir 0 Marken. Wunderbar. So, einmal schon mal nachladen und jetzt mal gucken, dass wir uns jetzt hier hinten nochmal ein bisschen klein leer machen. Die ganzen Handschuhe sind ein bisschen schwer. Habe ich mir sagen lassen. Aber sie geben Stahl. Und Stahl ist nie verkehrt. Zumal, wer nimmt einen Golfschläger mit nach unten? Wollten die in den Höhlen schon wieder Golf spielen, ja? Also. Na gut. Strahl kriegen wir heute ordentlich zusammen. Und das wird sogar noch mehr. Gut.
Jetzt haben wir noch mal ein bisschen. Das heißt, wir können jetzt noch mal ganz schnell jetzt noch mal nach Westec gehen. Und Westec zu Ende abschließen. Das heißt, wir gehen jetzt bei Westec einmal rein. Heute so ein bisschen gebrochen. Aber ich versuche hier wenigstens ein paar Ausrufezeichen-Events mir jetzt noch mal mit einzuheimsen. Oh, sogar noch alle tot. Ist noch nicht mal nachgespawnt. Super, war relativ fix hier. Gut, dann einmal Attacke und rein in die gute Stube. Und dann schauen wir doch mal. Dass wir hier einmal kurz den Leggy mitnehmen. Okay, der ist natürlich immer nett. Und was haben wir? Abbaumarken, Raketen, Raketenwerfer, Staatsanleihen. Eigentlich nicht das, was ich suche. So. Räumen wir jetzt hier drin nochmal ganz fix auf. Nein, ist keiner da. Also hast du jemanden gehört oder gesehen? Ich sehe hier keinen. So. Der hinten jetzt schon weitergelaufen? Nö. Hier wird nichts gekämpft und hier wird auch nichts kaputt gehauen. Nee. Überbelichteter Tisch hat kein Heftchen. Warum kein Kübelkopf hier? Ihm würden die Beine abreißen. So. Oh, noch mal gucken, ob der Kübelkopf nicht zu dir rüber kann hier. Na, wo ist er denn? Wo ist er jetzt hingelaufen? Na, kann ja nur hier langlaufen. Da ist er. Hier wird sich nicht versteckt. Ja, ich komm doch schon. Hol mir mein Leckerli schon ab. Mach dem Mann da keinen Kopf drum. So. Den hier einmal kurz reingerutscht. Das sind ja auch immer noch mal ein paar schöne Gegner hier. Jetzt nicht runterspringen brauchen. Ich wäre auch zu dir hochgekommen. So ist es nicht. Da steht er einfach da und versteckt sich. Also. Sieht übelst weird aus, was du da gemacht hast. So, nimm mal einmal mit. Jetzt müssen wir noch eine Etage höher. So. Ich höre was. Ja, Sekunde. Ich weiß, dass du was hörst, aber ich muss erstmal hier ein bisschen was klein machen. Damit wir uns hier wieder ein bisschen wieder besser bewegen können. So. Ich höre doch noch einen Hund, müsste noch da sein und einen Supermutant. Genau. So. Wo sich Hundi schon wieder verzwiebeln möchte. Heute kein Kampf. Ach, das sind die ganz oben. Die sind nicht durchgelaufen. Na denn? Was? Gut, wenn ich nicht anwatzen kann, ne?
Denn Mutterteil halt so gehen. Hallo Hundi. Frage, wen habe ich jetzt hier vergessen? Wer ist jetzt hier mit mir im Kreis gelaufen? Hören tue ich gerade keinen mehr. Irgendwo steht bestimmt wieder ein Hund oder ein Supermutant rum, den ich jetzt hier so nicht finde. Wo ist er denn? Hallöchen. Kommen Sie raus, können Sie reingucken? Nee? Hat er heute keine Lust. Ah, hier. Der ist durch die Tür gelaufen. Bandito. Oh, weg! Feige Menschensau! So feige? Ich stand doch direkt vor dir. Hättest mich doch sehen müssen. So, aber hier hinten müsste noch ein Hundi und ein Mutanti sein. So. Oh, ist der geklärt und fast Level up. Noch ein Mob mehr und dann hätten wir es geschafft. Aber na gut. An den einen Mob soll es ja nicht scheitern. Ist ja jetzt nicht wirklich viel. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.